Hey, an alle Junkies da draußen, die glauben, schon alle Serien zu kennen, und an all die, die vielleicht nur Junkies werden wollen, stelle ich euch in zwei Videos 10 Serien vor, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Serie, die ich euch vorstellen werde, ist einer meiner Lieblingsserien. Der Name von dieser wundervollen Serie ist Atypical. Es ist eine Comedy-Serie, die aber auch ernste Themen anspricht. Aber mal von vorne, damit ihr versteht, worum es in der Serie geht. Es geht um einen Jungen namens Sam. Er lebt mit seiner Mutter Elsa, seinem Vater Duke und seiner Schwester Casey zusammen. Aber es ist keine normale Familie, denn Sam hat Autismus, was sein Leben deutlich erschwert. Er versucht damit, seinen Alltag zu Hause und in der Schule zu bewältigen. Dazu bei versucht er auch, eine Freundin zu finden, was in manchen Situationen sogar ziemlich lustig ist. Die Serie hat 3 Staffeln, die jeweils 8 bis 10 Folgen haben. Das Besondere an den Folgen sind, dass sie nur ca. 30 Minuten dauern. Die nächste Serie ist auch etwas ganz Besonderes. Ihr Name spricht einen zwar nicht direkt an, ist aber sehr interessant, wenn man sich darauf einlässt. Ich rede von der Krimiserie iZombie. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Zombies. Wie öde. Ich persönlich mag so etwas nicht, aber ich habe mir sie dennoch angeschaut, dass es ein Krimi ist. Und ich fand die Idee dahinter überraschenderweise sehr gut. Also, bevor ihr urteilt, hört erstmal zu. Der Hauptcharakter heißt Olivia Moore. Sie hatte einen perfekten Lebensplan. Sie wollte ihre Assistenzarztzeit mit Bravour beenden und die Liebe ihres Lebens heiraten. Dann wurde sie jedoch von einer Kollegin überredet, auf eine Bootsparty zu gehen, wo sie von einem Zombie gekratzt und selber zu einem wurde. Um zu überleben, arbeitet sie als Gerichtsmedizinerin, wo sie Gehirne verspeisen kann. Problem ist nur, dass sie die Eigenschaften, Erinnerungen und Ängsten von ihnen übernimmt. Aber dadurch kann sie Detective Clive Barbineau bei der Aufklärung von Morden helfen. iZombie hat 5 Staffeln mit jeweils 13 bis 18 Folgen. Und so wie fast jede Serie mittlerweile dauern die 40 Minuten. So, das war's von iZombie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn es kommen jetzt noch ein paar Serien. Jetzt werde ich euch eine zeigen, die ich erst vor kurzem entdeckt, aber sofort ins Herz geschlossen habe. Der Name ist Blindspot. Es geht um eine Frau, die bewusstlos und ohne Erinnerungen auf dem Times Square gefunden wurde. Da niemand wusste, wie sie heißt, bekam sie einfach den Namen Jane Doe. Sie ist auf dem ganzen Körper tätowiert und mitten auf ihrem Rücken steht der Name eines FBI-Agent, Kurt Weller. Ebenfalls wird bald auch offensichtlich, dass jedes Teil des Tattoos auf ein Verbrechen hinweist, welches das FBI mit Hilfe von Jane lösen soll. So gelangen sie unwissentlich in eine internationale Verschwörung rein. An alle, die interessiert sind, ihr habt Glück, es ist gerade eine neue Staffel rausgekommen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, 5 Staffeln mit 22 bis 23 Folgen? Das ist doch viel. Es wird doch bestimmt irgendwann langweilig. Ich sage ganz im Gegenteil. Es wird sogar immer spannender, da den Machern immer was Neues einfällt. Jetzt kommen wir zur 4. Serie im Bunde, und zwar der 100. Als die Erde vor 97 Jahren bei einer nuklearen Katastrophe zerstört und fast die gesamte Menschheit ausgelöscht wurde, haben die wenigen Überlebenden sich auf eine internationale Raumstation, die Ark, gerettet. Dort wurde bereits die 3. Generation geboren und Platz sowie Ressourcen werden immer knapper. Also beschließt die Ark, dass extreme Maßnahmen erforderlich sind, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Also werden 100 jugendliche Straftäter auf die Erde geschickt, um herauszufinden, ob der Planet wieder bewohnbar ist. Doch auf der Erde lauern sehr viele Gefahren, die sie erst bewältigen müssen. Ich finde diese Serie super interessant und es wird auch nie langweilig, da sich jede Staffel mit einem neuen Problem auseinandersetzt. Kommen wir wie gewohnt zur Länge der Serie. Die hat zwar wie die davor auch 5 Staffeln, doch dieses Mal sind es nur 12 bis 16 Folgen. So, und jetzt kommen wir zur nächsten und leider letzten Serie. Und sie heißt Lucifer. Lucifer Morningstar ist der Teufel höchstpersönlich und wohnt in der Hölle. Doch irgendwann wird es ihm doch zu langweilig und er verlässt sie. Er beschließt, in die belebte Stadt Los Angeles zu ziehen und dort einen Nachtclub namens Lux zu eröffnen. Doch als dort ein Mord passiert, schloss er sich dem LAPD an, um den Schuldigen zu bestrafen.
Doch es gefällt ihm so sehr, dass er weitermachen und so dem Bösen und Kriminellen das Handwerk legen will. Man kann die Serie und den englischen Charme von Lucifer einfach nur lieben. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Noch eine Krimiserie? Gab es nicht schon zwei? Die spinnt wohl. Ich weiß, es tut mir ja auch leid. Aber das ist die letzte, versprochen. So, und bevor ihr den Witz jetzt versteht, mache ich lieber weiter mit der Länge. Lucifer hat 4 Staffeln, die zwischen 10 und 22 Folgen haben. So, das war die letzte. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Serien finden. Aber bitte bewertet mich nicht zu streng, da es erst mein drittes Animationsvideo ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.